Weltgereiste reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo miteinander, heute mal ein kleines Auspackvideo. Ich habe zwei Pakete erhalten und einen steifen Hals. Nee, Spaß. Und zwar der anonyme Spender vom letzten Mal hat ein MBN-Paket geschickt. Mal gucken, was drin ist. Bestimmt wieder Leckereien. Ja, und mir wurde auch mitgeteilt, ich darf den Vornamen sagen. Liebe Grüße an Marcel. Vielen lieben Dank nochmal für deinen Spenden. Und ich muss dich vorwarnen. Wenn das so weitergeht, dann kommst du in meine in Vorspann. Vorspann ist typisch, oder? So, was haben wir denn hier? Okay, das ist schon mal wieder einiges. Okay, das ist, was ist das? Akkuerfrischer oder was? Batterieerhaltungsgerät. Ist das hier drin oder was? Ja, moin. Für Blei- und Gelbatterien. Okay. Wartet mal. Ich mach mal hier noch die andere kennen. So, und zwar hier. Akku. Die Batterieerhaltungsladegerät. Hält Ihre Batterie stets startklar. Das Ding gucke ich mir mal an. Das könnte man ja mal so ein bisschen mit dem Akkuauffrischer vergleichen. Ne? Ich tue das jetzt erstmal hier beiseite. So, was haben wir noch? Hier ist noch was eingepackt. Da brauche ich dann doch meine beiden Hände. Was haben wir hier? Okay, das musst du mal in die Kommentare hauen. Pulsmesser oder irgend sowas. Das ist schon mal interessant. Ja, wie gesagt, hier zwei eingepackte Sachen. Die packe ich jetzt mal schnell aus. Oder warte mal, hier haben wir noch eine Kiste. Irgendwo in China. Mal gucken, ob das auch da drin ist. Okay. Mein Daten. Irgendeine Spannungskiste. Also chinesisch. Da muss ich mir auch in Ruhe mal angucken. Die zwei Sachen packe ich jetzt mal aus. Und hier ist, das ist ja ein Ladegerät, oder ich glaube Wechselrichter. Oder irgend sowas. Auf jeden Fall kaputt. Charger. 10 Ampere, 24 Volt. Ja, gucken wir mal rein. Vielleicht kriegen wir das Ding wieder hin. Funktionstüchtig steht hier. Okay. Ist da auch noch funktionstüchtig? Ja, okay, da kann ich ja nochmal schreiben. Marcel. Ah, nee, warte mal, hier geht's ja noch weiter. Da ist ja noch mehr drin. Aha! Gut, das eine. Ich pack mal schnell die zwei Dinger aus. Junge, das geht doch nicht. Guckt mal was. Ganzer Beutel voll Vakuumklemmen. Ja, moin. Hui. Sehr schön. Oh, guck mal, hier sind sogar noch. Siehst du, hätte ich fast nicht gesehen. Hier sind noch. Hier solche Dingsklemmen. Zum Zusammenstecken, okay. Und nochmal kleine Hülsen hier. Schön. Supi. Oh, vielen lieben Dank. Die kann ich gebrauchen. Bei mir, warte mal, ich habe dich doch angelogen. Ich hatte gesagt, ich habe noch drei. Nee, ich habe noch vier. Na, kommt genau richtig. Vielen lieben Dank. Und hier habe ich gesehen, ist in dem kleineren Bäckle, ist ein Regelstein drin. Wenn ich richtig gesehen habe, mal gucken mal. Ja, Regelstein. Sehr schön. Sagen wir 20 Watt. 1 Ohm. Boah, ein ordentliches Gerät, ne? Ja, sehr schön. Sieht doch fast noch neu aus, ne? Oh, supi. So, gucken wir mal weiter. Dann haben wir hier noch ein Einhell-Ladegerät. Und hier ist auch noch irgendwas drin. Warte mal, das tue ich jetzt einfach mal hier über meinen aufgeräumten Bastelplatz. Ah, ein paar LEDs. Okay. Okay, auch zusammengedrückt. Das könnten meine LEDs hier für die Schuldis, Küchenlicht und so, weil ich wollte ja eh was bauen, was hier Lärm macht und so, weißt du? Auch gut, sehr schön. Ja, und was mit dem Ding ist? Hast du einfach so mal reingehauen, oder? War da irgendwas? Oder ist das schon ausgeräumt? Nee, Trafo ist noch drin. Ne? Die Dinger sind halt auch krass. Mit diesen Travos, ne? Ah, da muss ich schon mal noch ein Video machen. Gut, einmal frei. Ja, pfeif mal bitte mal noch was. Ah, was das hier ist. Das irgendwas Chinesisches. Aber was soll denn das sein? X10, X100. Ist das zum
Ist das ein variabler Tastkopf oder was? Warte mal, hier ist ja eine Anleitung, alles auf Chinesisch. Aber mal, das ist ja dann ein Tastkopf. Aha. Ching, chong, chong. Und schon bist du drum. Vielleicht ist ja auch was Englisches dabei. Immer Ohm und immer Ampere. Hm, komisch. Was ist Referenz? Widerstände oder was? Hau das mal bitte in die Kommentare oder schreib mir das mal. Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall schon mal. Und ich habe ja noch ein Bäckle gekickt. Ich packe jetzt mal alles ein bisschen beiseite und dann packe ich das wieder aus. Nö, ihr könnt ja ruhig. Wir sind jetzt spätestens am Auspacken vom zweiten Video. Ja, vom zweiten Video. Ja, Mann. Und die Jungs sind. Ich packe das zweite Video jetzt aus, ne? Wisst ihr Bescheid? Und die Jungs sind im Discord dabei. Aber keine Ahnung, ob die euch jetzt hören. Müsst ihr noch im Mühe lauter schreien. Ah nee, ich fasse das Handy nicht an. Dann kippt's wieder um. Okay, warte mal. Ist der Zettel, darf man das filmen? Ja. Wo habe ich denn jetzt die Kamera hin? Hier. Das ist ja schon schlimm hier, wenn man das Paket aufmacht. Guck mal, wie ordentlich das aussieht. Das gibt's doch gar nicht. Egal. Gut, hier haben wir eine Anleitung. Bliblerem F Prototyp mit Funkenentstörung und VDE-konformen Aufbau. Was? LOL. Was dieses Produkt dient, nur zu Testzwecken. Weitergabe und Antwort ist nicht gestellt. Okay, krass, cool. Ja, moin. Vor allem VDE-konform. Findest du dann noch im Paket? Musst du aber erst suchen. Müssen wir mal hier die Schnipsel rausholen. Wie nennt man das überhaupt? Chips. Verpackungschips, warte mal. Den müssen wir jetzt hier. Ja, komm, scheiß drauf. Aha. Hier steht schon mal irgendwas von Ultra Ampere. Echt? Da ist was. Das zeige ich dir aber nicht, stecke ich jetzt einfach ein. Scheiße, du weißt ja schon, was es ist. Ist ein Rapper Astra, da bin ich ein Handy repariert von Falco, NBN-mäßig, ja, ne? Das gebe ich. iPhone. Ja. Das gebe ich natürlich dann an Falco weiter, wenn er mich besucht. Und das ist hier wahrscheinlich. Das ist das Dings hier, Messgerät. Sponsored bei Astra Kader. Oh, du Kunde, Alter, geil. Das ist das Messgerät, ne? Volt. Wo ist denn hier? Ampere 300. Ja, guck mal, 300 Mikroampere. Haha. Car! Sehr schön. Männer, guckt mal hier, da sehe ich schon die zwei Joule-Diefs. Die müssen wir, glaube ich, mal da. Können wir auf jeden Fall mal eine genaue Messung machen, nicht hier mit meinem guten Multimeter, obwohl das eigentlich ganz gut ist, aber können wir mal vergleichen. Aber hier ist da viel mehr drin. Noch viel, viel mehr. So, was haben wir denn hier? Multimeter. Das sind wohl hier für das Ding. Ach ja, da waren Akkus, ne? Komm hier rein. Nee. Nee? Für mein Handy. Multimeter hast du drauf geschrieben. Ist ja noch ein Multimeter. Nee, das sind doch Sicherungen. 10 Ampere, 500 Volt. Genau. Ach, für das Ding oder was? Wenn es kaputt geht. Ah, Ersatz. Oh, Achim kennt mich.
Der Ersatz ist. In dem Ding. Hä? In den Tütchen ist noch mehr drin. Ja, ich sehe schon. Ich hab, dann sind hier eben mal die TL494. Und wir haben eine USB Ultra Charger Platine für 12 Volt Männers. Wartet mal. mit Aufkleber, das ist wohl für das Gehäuse, was ich noch machen muss. Ja. Da kommt ein schöner Aufkleber. Hier ist das schöne Teil. Die Aufkleber sind auch für das Scope. Du musst doch für das Scope noch einen Aufkleber. Ja, stimmt! Stimmt, für das Oszilloskop da. Da kommt auch so ein Aufkleber dafür, sponsert bei AstraCada. USB-Ladeplatine, da hat man gequatscht und hat er gesagt, hey, habe ich hier noch was liegen für 12 Volt, Jungs. Guck mal, 12 Volt 2 Ampere, 9 Volt 2,5 und 5 Volt 3,4 Ampere. Geil, ist auch schön. Da kann ich nämlich direkt von 12 Volt mein Handy laden. Ne? Und ich vermute mal, dass das hier das geheime Gerät ist. Das ist das Geheimnis. Das ist Geheimnis oder ist das ein Fall? Nee, Falco, nee. Das ist Geheimnis. Warte mal, hier ist aber noch. Aha, was haben wir denn hier? Aha. Wo kommt was? Ich tue jetzt mal so, als wenn ich nicht weiß, was das ist. Ja, erfahrt das bald. Gut, ich denke mal, das gehört hier. Da muss ich jetzt hier das mal auspacken, ne? Moment mal. Ach, das wird jetzt mit einer Hand, das ist natürlich wieder schwierig. Vorsichtig, nicht, dass du Kratzer reinmachst. Oh nein! Ja, da müssen wir mit dem Edding-Bild drüber pinseln. Komm vor wie so ein Chirurg hier, weißt du? Ich brauche noch so ein Skalpell und so eine grüne Maske. VDE-konform, Jungs. Tarim. Ah. Jetzt weiß ich, was du immer gefräst hast. Alter. Alter! Hat's eh verraten, jetzt wissen wir's. Guckt mal! Ist das jetzt. Ist der das jetzt? Ja. Mhm. Alter, guck mal. Warte mal. Guck mal hier mit Licht. Was? AstraCada Systems PNP RMF Akkuregenerator? War das richtig? Zum Lesen. Na, ist ja ACS, ist AstraCada Systems, wa? Genau. Das hast du die ganze Zeit gefräst, Alter! Ach, du bist doch verrückt, du bist doch verrückt, du bist doch verrückt, du bist doch verrückt. Und guck mal sogar hinten. Was? VIP Hessen AstraCada Prototyp 1 NBN, guck mal. Okay, krass, okay, also okay, da ist die Anleitung ja halt dann dazu, ne? Ach, du bist doch verrückt, Alter. Alter, und guckt euch das mal an. Warte mal, das muss ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob die Cam so gut ist. Moment. Jetzt ja mal den Schaumstoff abziehen kannst. Ja, ich muss das jetzt erstmal. Ich will die Kamera, ich will das mal hier reinhalten, weißt du, da hab ich. Da ist doch besser. Ich will das auch machen. Ja. Was? So, wir müssen jetzt Schluss machen. Schönen Tag. Nee, Spaß, ich halte es mal kurz bei Falco. Guckt euch das mal an. Ach, Junge. Guckt euch das an. Ja, moin. Ja, moin.
Guck so jetzt für YouTube. Achtung. Halt! Nee, warte, Moment. Falsches Licht. Das müssen wir mit dem Licht hier. Komm mal her. Zack. Zack. Nee, ich hab umgesteckt. So, guckt mal. Das ist. Guck mal hier hinten. Alter, guckt euch das mal an. Das ist wie ein Baby. Da mache ich eine Schutzfolie oben drauf. Bin ich schon neidisch. Hast du ein Video gemacht? Du bist gerade mit dabei. Ey, guck mal, das ist hier. Boah. Scheiße, Junge. Bestimmt noch ein Sandhandschuh irgendwo mit dem Bäckle. Oh nein, ich hab tatsächlich einen Kratzer reingemacht, oder? War da ein Kratzer? Er hat es jetzt bestimmt beim Auspacken gemacht. Oh nein. Ich hab's extra richtig gut eingepackt. Ja. Ja genau, hier sind noch die blutige Kabel. Ja. Ich freue mich aber, wenn Frank sich freut. Ja, das ist krass, Mann. Muss doch mal eine Ecke freischaufeln, wenn du das mal hinstellen kannst. Ha. Naja. Da hab ich das Ladegerät der Zukunft in der Hand, ja. Da müssen wir uns auf jeden Fall nochmal unterhalten hier. Du. Was? Ich hatte den ersten Prototyp. Moment. Hab ich das gerade? Hey, guckt mal, was hier steht. Das hätte ich jetzt fast überlesen. Frequenz bei Bleiakkus, Frequenz bei Lithium-Akkus. Ach, ist das geil, Digga, krass. Wahrscheinlich ist das der erste. Da steht ja auch da, der erste Typ 1 Prototyp. Ja gut, es gab schon ein Testing, aber ja, das ist im Grunde genommen wahrscheinlich so das Ladegerät für alle Akkus, ne? Mhm. Ja, krass. Ich bin voll am Schwitzen, Jungs, ne? Bin jetzt gerade, das ist Wahnsinn, Alter. Und naja, gut, wir machen mal weiter. Ich denke mal von okay. Was ist denn jetzt los? Okay. Da müssen wir aber hier nochmal reden, oder was, oder wie, ne? Ja, da müssen wir noch mal reden, Digga. Ne? Ja, moin. Na, warte mal, wir holen es mal raus. Jo, jetzt waren wir hier noch ein kleines Bäckel. Auf jeden Fall erstmal vielen lieben Dank, Digga. Alleine der RMF, ja gut, du weißt, was mir das bedeutet, Digga. Das ist wirklich mega geil, Digga. Nach 10 Jahren geht's jetzt richtig scharf, Jungs. Ach, ich bin so glücklich gerade, das gibt's ja gar nicht. So, und hier haben wir, ja, auch ein Prototyp, oder? So. Frühere Version, okay.
Ja, der Falco ist ja, der hat ja auch Produkttester gemacht. Und das war hier. Ich filme die ganze Zeit mich nicht Arschloch, ne? Aber ihr seht eh nicht viel. Also ihr seht da. Guck mal, hier sind auch schon wieder Aufkleber. Hast du so eine Aufklebermaschine oder was? Eingang zu 130 VEB Hessen, guck mal. Das ist besser wie Weihnachten, glaubt mir das. Guckt mal hier. Haben wir den nicht? Es könnte sogar sein, dass ihr den schon mal in einem NBN-Besuchsvideo oder so gesehen habt. Ja, im Silvestervideo. Silvestervideo, siehst du, der Achim weiß es noch. Genau, das ist so ein PNP. Ja, ach hier, warte mal. Dieses wurde. Was? Ja, Mann. Dieses Produkt wurde hergestellt in Ost- und Westdeutschland nach der Anti-Obsoleszenz-Verordnung vom NPN entworfen vom Astra-Kader. Geil, Digga. Schön. Richtig cool. Ja, das kriegt der Fallgut, damit der auch mit allen Akkus glücklich wird. Und ja, mega krass, Digga, auf jeden Fall. Und ja, puh. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da am weisesten weiter verfahren, sag ich mal. Ne? Na gut. Ist noch mehr drin? Ist noch mehr drin? Nö. Ja, ich kenne das zwar. Guck mal, ob du noch was findest. Vielleicht hast du wieder irgendeine Tüte vergessen. Hab ich was vergessen? Jetzt wollte ich mich schon verabschieden. Moment. Fehlt noch was? Nö. Hab alles, oder? Eigentlich schon, oder? Hab ich nicht, hab ich etwas weggehauen oder was? Gut, nö, ich denke, ich hab alles, oder? Fehlt was? Nö. Das Julifabs hier. Genau. Gut. Ja, nö, da haben wir es. Guck mal, schöne Sauerei hier, ne? Hihihi. Tschüssi. Alter, du Kunde. Wo sind die anderen Kamera runter abschalten? So, kleiner Zusatz. Die Menge hat mich gezwungen, das Ding aufzumachen. So. Ah, mit einer Hand, Digga. Er macht so saugen, dass er den größten Vakuum will, wenn er versucht aufzumachen. Teamsteuersicherung. Oh nein! Komm! Kannst du immer unten reinbunzen, dazwischen rein, wie das aussieht. Ah, das ist die Fitte. Da habe ich schon einiges eigentlich schon. Die unten, die Platine, die habe ich schon mal gesehen. Aha, aha. Und hier ist die. Aha. Ah, das ist das Manual. Und das ist Step Up oder was? Oder Step Down? Oder? Wo ist denn jetzt der Zettel? Oder was ist denn das, Arim? Hm? Step Down oder Step Up hier? Mit den vielen Konten? Back Boost. Okay. Ach so. Ah, hier hast du das Potty abgegriffen. Ah, schön. Guck mal. Geil, ne? Brutal. Und mit dem Gehäuse? Was? Fritz? Hallo Fritzbox? Ich dreh's nicht, weil. Ja. Sonst geht's nicht. Nude hier. Na gut, sieht auf jeden Fall richtig professionell aus, ne? Wahnsinn. Mega gut. Und vor allen Dingen durch das
Gehäuse hier. Am Ende ja auch. Ah, wie nennt man das, Achim? Ja, dass halt keine Elektro. Nee. Ja, magnetische Pulse rauskommen oder irgendein Krempel, ne? Ja, dafür ist ja auch nochmal hinten an der Ausgangsbuchse, hast du bestimmt auch gefilmt, da ist ja nochmal ein Filter drin. Der Filter. Warte, ich kann ja hier nochmal. Hier, der Filter. So, irgendwas mit dem Stichwort EMV fällt mir da ein, oder? Ja. Theoretisch ja, das wäre quasi der REMF, der ja regelkonform wäre, ist. Ja. Wenn wir jetzt, ja, naja gut, da müssen wir mal gucken. Krass. Ja.